Für wen oder wozu der Weise? Um etwas von ihm und mit ihm zu lernen, einigen Leuten ist er stolz, denn der Weise stammt von ihnen ab und Gott eine Möglichkeit. Und wenn die Gesellschaft die Weisen Gott überlässt, es ist schon göttliche Gnade, ein Weiser zu sein. Aber göttliche Gnade ist, wenn ein Reicher plötzlich über seine eigene Tat erstaunt, sich entscheidet, Krümel seines materiellen Reichtums zu geben. Göttliche Gnade ist, wenn jemand dem, der nicht am Schaden anderer verdienen will, hilft. Göttliche Gnade ist, wenn jemand zur Einsicht kommt, dass mentale Tätigkeit nicht Untätigkeit ist. Also, die Weisen werden dann verschwinden, wenn die göttliche Gnade sich entscheidet, alles zu vernichten. Aber sie wird sich nie entscheiden, nur die schönste aller Möglichkeiten, die Weisen zu vernichten.